Hallo und herzlich willkommen zurück bei SimLP und bei unserem kleinen Minecraft-Bau-Let's Play. Und ja, wie ihr seht, haben wir jetzt hier das Haus angefangen in der letzten Folge. Und wie ich euch versprochen habe, wollen wir anfangen jetzt, voilà, das Dach hier oben noch zu bauen, damit es nach irgendetwas aussieht, das Haus dann. Jetzt bin ich mir noch gar nicht so ganz sicher, wie wir das bauen wollen und aus was, ob wir das nochmal aus Eichen machen oder jetzt doch aus was anderem lieber. Aber ich glaube, wir holen jetzt erstmal den Crafting Table und den Ofen rein. Da haben wir auch noch ein leckeres Steak drinnen, was wir gleich essen können. So, den nehmen wir auch noch schnell mit. Und dann bringe ich den noch ganz kurz rein und dann schauen wir mal, wie wir weitermachen. Den stelle ich jetzt einfach nur mal so hin, schnell. Und dann werden wir auch so extra Räume machen fürs Bett zum Beispiel und für die Küche und was weiß ich alles. So, das lassen wir schnell verbrennen. So. Jetzt schauen wir mal weiter. Ich glaube, wir werden so ein ganz normales Dach machen. Und jetzt schaue ich gerade. Wir könnten ja mal ein bisschen weiterlaufen und gucken, ob wir jetzt da vorne auf den Bergen irgendwo Fichten finden oder so. Dann hätten wir die zum Beispiel vielleicht auch schon mal. Deswegen gehen wir vielleicht heute mal auf eine kleine Wandertour. Und gucken mal, ob es hier vielleicht irgendwo ein paar Fichten gibt oder einen Fichtenwald. Oder was auch immer. Jetzt habe ich gerade einen Enderman irgendwo spawnen hören. Aber ist jetzt auch egal. So, dann gucken wir doch einfach mal. Hier hätten wir dann eine Wüste. Da können wir dann bald ganz schön viel Sand rausholen. Aber Fichten sehe ich jetzt nicht. So. Wir könnten jetzt halt hier natürlich ein bisschen weitergehen. Knochen habe ich gerade nicht dabei, sonst hätte ich mir den Hund vielleicht holen können. Aber ist jetzt halt auch egal. So. War mir schon fast klar, dass ich den jetzt nicht mehr erreiche. Aber das ist auch gar kein Problem. Jetzt hätten wir hier gleich Kürbisse, die wir mitnehmen können. So, dann nehmen wir auch gleich mal drei mit. Und wir gehen weiter. Aber hier beginnt auch schon eine Wüste wieder. Hier haben wir einen kleinen Dreckbolzen in der Luft hängen. Auch schön. Aber was wir jetzt brauchen, ist hier in der Nähe anscheinend gar nicht. Da müssten wir anscheinend weitergehen. Deswegen gehe ich jetzt mal ganz kurz nochmal, hoppala, zurück. Dann merke ich mir nämlich die Koordinaten ungefähr. Und ja, dann könnten wir vielleicht auch ein bisschen weitergehen. Beziehungsweise ich gehe dann nur in eine Richtung weiter und dann müssen wir nur die gleiche Richtung zurückgehen. Dann würde es wahrscheinlich auch gehen. So. Gegessen hätten wir dann damit auch schon mal. Glaube, dann nehme ich mir gleich noch mal ein paar mit. Hoppala. So, eins, zwei. Und da oben stand noch einer oder zwei sogar. Eins, zwei. Hoppala. Und du bist auch noch kurz dran und dann hätten wir das. So. Dann schauen wir mal nochmal hier hoch und zurück. Wir könnten natürlich auch Birkenholz hernehmen, aber ich weiß nicht, ob das mit dem Texture Pack so gut ausschaut.
So. Und jetzt sind wir auch schon wieder da. Dann nehmen wir dich auch noch mal gleich mit. So. So, wir könnten es jetzt natürlich auch probieren, ob es mit Birkenholz geht, aber ich weiß nicht, ob das dann so schön ausschaut. Aber wir probieren es jetzt einfach mal eben, weil ich dazu gerade Lust habe, weil ich keine Fichten suchen will. So, deswegen nehmen wir das jetzt einfach mal schnell mit. Aber es wird wahrscheinlich ein bisschen zu hell sein. Aber ist ja auch egal, das ist ja noch unser erstes Haus. Und jetzt probieren wir das einfach mal ganz kurz mit dem. So. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal, wie das ausschaut. Ja, ich habe es fast befürchtet, dass es echt ziemlich, hoppala, doof ausschaut. So, aber das ist gar kein Problem. Das machen wir jetzt einfach mal eben. Und dann könnten wir genauso gut noch das Texture Pack wechseln. Weil zum Beispiel bei Johnny Smith, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, schaut Birkenholz relativ cool aus. So, ja, ich glaube, das kann man so anbieten. So, dann würde ich sagen, bauen wir hier mal eben zu. Obwohl, ich glaube, das mache ich mit Half Slabs. So. Dann lasse ich mir mal 5 übrig. Vorne habe ich einen Enderman. Aber ist das jetzt egal? So, ja, das machen wir jetzt einfach mal so. So, das muss ja auch gar nicht so atemberaubend sein oder groß sein oder irgendwas. Das ist jetzt einfach nur so das Anfangshaus. Und wir werden dann noch eh weiterziehen bzw. irgendwo weiterbauen. Oder hier ein bisschen Terraforming machen, hätten wir da auch. Da vorne sehe ich gerade Bambus. Zuckerrohr, Entschuldigung. Und dann hätten wir hier auch vielleicht einen geeigneten Platz für unser Weitergehen im Bauen. So, ich glaube, ich mache es schnell noch aus allen hier. Solche Slabs. Weil dann hole ich mir einfach neue, wenn ich nochmal Holz brauche. So, jetzt dachte ich schon, ich wäre da nicht hochgekommen. Birkenholz müssen wir dann sowieso nochmal holen. Also macht es nicht so viel Unterschied, ob wir dann nur Birkenholz holen und da höre ich einen Zombie. Oder halt nur Birkenholz holen oder auch noch Eichenholz dazu mit abhacken. Das macht dann keinen so einen großen Unterschied. Das ist ja dann egal. Und jetzt müssen wir eh gleich los. So, dann würde ich sagen, nehmen wir mal das Schwert in die Hand und springen auf diesen Zombie zu. Der gleich eine Kartoffel spawnt, finde ich richtig cool. Da baue ich mir gleich mal eine Kiste, um die zu schützen. Aber ich habe gar kein Holz mehr, scheiße. Na egal, dann machen wir es.
beim nächsten. Oder wir gehen einfach kurz schlafen, dann haben wir auch keine Zombies mehr da, die uns töten können. So. Oh, das ist ja toll. Unser erster Zombie, den wir gesehen haben, spawnt uns gleich eine Kartoffel. So, jetzt muss ich leider nochmal hier rein. Es tut mir wirklich schrecklich leid, aber ich vergesse ständig irgendwas oder mir fällt es erst draußen auf. Aber wir brauchen leider noch ein bisschen Essen. Und wir können eh gleich wieder zurückrennen, weil wir nochmal eine Axt brauchen. Aber naja, so ist das halt in Minecraft. So, hier sind auch gar keine Birkensetzlinge runtergefallen anscheinend, beziehungsweise sind schon wieder despawned. Aber das sind ja noch ein paar Birkenblätter und wenn wir die zwei Bäume jetzt hier fällen, dann, huch, dann fallen die auch gleich automatisch mit runter. So, und ich bilde mir ein, dass hier in der Nähe eh noch ein paar Birkenbäume waren. Ja genau, da vorne hätten wir schon welche. Aber hier ist auch schon ein Birkensetzling. Perfekt. So, den nehmen wir auch gleich noch mit. Und da haben wir noch ein bisschen Holz. Und dann gehen wir jetzt eh gleich wieder rüber. So. Haben wir noch ein paar Setzlinge überall rumliegen, allerhand, Birke und Eiche. Deswegen gehe ich dann nochmal eben hoch und nehme die mit. Und dann werden jetzt die Bäume noch da unten bei meinem Haus angepflanzt. Damit wir jetzt dann nicht immer hier hinter in den Wald rennen müssen. Deswegen setze ich jetzt die zwei Birkensitzlinge mal hier hin und hier kommen noch drei Eichen hin. Da tue ich hier noch schnell einen hin. Das dürfte dann erstmal reichen. So, dann können wir uns erstmal eine Axt bauen, eine neue. Weil die eh gleich kaputt ist. Ja, ich mache gleich alles nochmal neu. Spitzhacke und Schaufel. So, perfekt. Dann brauchen wir davon ein bisschen. Davon nehme ich mal. Ja, eins, zwei, ich glaube 12 reichen. Also es reicht auf alle Fälle. Dann klatschen wir die hier nochmal schnell dran. So, und fertig. Gut, dann schauen wir mal weiter. Beziehungsweise ich wollte was ausprobieren, wie das aussehen würde. Wenn wir jetzt halt hier so aus Eiche überall so Treppe noch hinmachen, aber ich glaube, dafür ist das Haus zu klein einfach. Hoppala. Aber ich glaube, das gönne ich mir sogar, dass ich das da hier noch mache. So, genug haben wir auf alle Fälle noch. So, 12, 18. Ja, ich glaube, das dürfte reichen. So, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Oh, es reicht sogar nicht. Ich dachte, damit würden wir jetzt halt einmal ganz rumkommen. So, ich glaube, 6 reichen sogar. Und der letzte. Perfekt. Schaut ja schon mal ganz okay aus. So mittel, okay. 1, 2, 3. Dann machen wir uns gleich mal ein paar Fackeln und hängen die hier so rein. So. Gut, dann hätten wir es hier auch gleich mal hell. Jetzt könnte ich noch eben aus den restlichen Brettern hier Stickies machen. Und gleich mal mit ein paar Zäunen anfangen. Da hätten wir gleich 20. Reicht wahrscheinlich nicht ganz. Aber
Um zu testen, wie es aussieht, reicht's auf alle Fälle. So, jetzt aber. So, da setzen wir ein paar hin. Da. So. Ich glaube, das kann man sogar so anbieten. Hoffe ich. So. Dann würde ich sagen, machen wir aus dem Birkenholz. Oh nein, haben wir gar nicht. Tja, dann gehen wir gleich mal weiter und holen uns Birkenholz, wenn die schon gewachsen sind, was sie leider nicht sind. Aber egal, wir haben ja hinten noch genug. Dann nehmen wir gleich mal ein paar mit. So, jetzt ist unsere erste Axt schon kaputt. Aber das ist auch kein Problem, weil wir haben noch eine gemacht, zum Glück. Und dann können wir sogar die Mine noch weiter ausbauen. Aber ich glaube, diese Folge neigt sich eh schon langsam wieder dem Ende zu. Und deswegen würde ich dann sagen, dass wir in der nächsten Folge die Mine auskundschaften werden, beziehungsweise Stein rausholen, ein bisschen Stein brennen werden, damit wir die dann gleich schön machen können. So, ich weiß nicht, sollen wir jetzt noch hier auf Setzlinge warten? Naja, einen haben wir. Jetzt bin ich mir gar nicht so ganz sicher. Vielleicht nehmen wir noch einen schnell mit. Und dann gehen wir wieder. So, perfekto. Und dann verbrauchen wir noch schnell hier das Holz und dann werde ich die Aufnahme erstmal beenden wieder. Und ja, dann überlege ich, ob wir in der nächsten Folge noch weiter das Dach ausbauen oder ob wir dann doch vielleicht in die Höhle gehen sollten. So, jetzt überlege ich gerade, es wird eh nicht reichen, auf gar keinen Fall. Nee, da können wir eigentlich alle verbrauchen. So. So, dann hängen wir das hier mal eben dran. So, das ist jetzt dann nur, um zu wissen, wie das dann ausgeht ungefähr. So, so. Zack, zack, zack. So. Das ist sogar perfekt, weil dann führen oben da die Treppenstufen gleich aneinander. Dann sieht es auch super aus. Obwohl ich glaube, dass es sogar ein bisschen zu groß sein könnte, also ein bisschen übertrieben. Aber ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. Deswegen bauen wir das jetzt halt einfach mal so. Ist ja nur so provisorisch mal eben. So, das da hier noch. Da. Dann können wir hier auch noch gleich ein bisschen Holz hin tun. Aber das fülle ich jetzt noch nicht ganz auf. Sonst dauert das jetzt hier zu lange. So. So, jetzt geht wieder gar nichts hier, habe ich das Gefühl. So, jetzt aber zielen und hinsetzen. So, zack. Zack, 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 zack. Und hier noch eins und da. So, und jetzt hier außen noch zwei. Jetzt neigt sich unser Holzvorrat eh schon dem Ende zu, deswegen baue ich jetzt hier einfach noch die Außenseite fertig. So, und die vier setzen wir jetzt hier noch hin. Dann haben wir damit angefangen. So, und dann, wie schön, hier wächst alles schon. Und dann würde ich sagen, kann man es eigentlich fast schon so anbieten. Ich glaube, das
Geht so. Wir können es noch ganz kurz mit einem anderen Texture Pack ausprobieren. Johnny Smith, da sieht es eigentlich recht gut aus. Es wird jetzt wieder ein bisschen dauern bei meinem langsamen PC, aber wenn es zu lang dauert, schneide ich es halt schnell raus. Ja, es dauert. So, genau. Das hier wäre Johnny Smith. Sieht auch eigentlich relativ okay aus und da gefällt mir sogar hier das Birkenholz recht gut. Aber wenn ich ehrlich bin, finde ich das Hannibal echt schöner. Und ja, ich wollte es euch nochmal zeigen. Und ja, ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, was euch besser gefällt. Dann benutze ich das nämlich auch, was euch am besten gefällt. Da hinten ist Zuckerrohr, nehme ich jetzt noch eben mit. Und ich kann ja auch im Laufe der ganzen Folgen einfach mal so immer hin und her skippen zwischen den Texture Packs. Ein Shader benutze ich leider nicht, weil das einfach zu schnell dann für meinen PC jetzt ist. Ich habe noch keinen neuen. Und ja, deswegen benutze ich den noch nicht, aber sollte ich jetzt demnächst mal einen neuen kriegen, werde ich auf alle Fälle auch Shader reintun. Ja, und dann würde ich sagen, beende ich diese Folge. Ihr könnt ja unter die Kommentare schreiben, obwohl es noch nicht viele sein werden, welches Texture Pack ich benutzen soll. Da vorne fällt noch eine Stufe immer runter. Aber egal. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich sage auf Wiedersehen. Tschüss, Leute.